Hallo, ich bin Bernd Bollier, euer Wahlleiter und wir sind hier im Bürgersaal unserer Briefwahlausgabestelle. Diese hat schon seit dem 13. Mai geöffnet und genauso lange haben wir auch die Online-Wahlbeantragung, das heißt die Beantragung der Briefwahlunterlagen. Wir haben jetzt festgestellt, dass es ein bisschen zu Verwirrung kam, weil manche schon tatsächlich am 13. beantragt haben und jetzt fragen, wo sind denn eigentlich meine Wahlunterlagen? Das hängt damit zusammen, dass hier verschiedene Dienstleister ineinander greifen und die Antragstellung und der Druck ein bisschen zeitlich auseinanderfallen. Das heißt, es kann gut sein, dass hier etwa eine Woche Verzug ist. Die Post ist ja auch noch beteiligt. Also bitte nicht wundern, die Unterlagen sind tatsächlich erst Anfang der Woche rausgegangen. Wer jetzt gerade noch nichts hat, keine Bange, die Unterlagen sind unterwegs. Das sieht dann so aus. Haben Sie hier einen Wahlschein oder habt Ihr einen Wahlschein? Und könnt dann die Briefwahl mit den Unterlagen abgeben. Wie das alles funktioniert, ist ja in vielen anderen Orten erklärt. Aber wir stehen auch immer für alle Fragen gern zur Verfügung.